Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich dir zeigen, wie du ein Printable, in dem Fall ein Bücherregal, in deinem Bullet Journal verwendest. Dafür brauchst du erst einmal ein Bullet Journal, in dem Fall benutze ich das Scribbles That Matter. Dann meinen Faber-Castell Buntstiftkasten. Auch hier tut es natürlich jeder andere Kasten mit Buntstiften. Dann den Micron Fineliner. Eine Schere. Und einen Klebestift. Ja, und dann geht's jetzt auch schon los. Zunächst einmal müssen wir natürlich unser Printable drucken. Ich habe dafür das A5 geöffnet, will es aber auf ein A4 Papier drucken und zwar doppelseitig, weil es sind zwei Seiten. Also stelle ich mir hier unter Layout ein, dass zwei Seiten auf einem Blatt Platz haben sollen und dann passt das auch schon irgendwie. Und dann wird das alles ausgedruckt. Und nun kann ich das ausgedruckte Papier weiterverwenden und in mein Bullet Journal kleben. Dazu werde ich das jetzt erstmal auf die richtige Größe schneiden. Ich falte das einmal zusammen, weil ich finde, das macht die Sache doch irgendwie einfacher. Also einmal falten, dann in der Mitte durchschneiden und dann wird der Rest angepasst. Wenn ich jetzt hier einmal meine jetzt A5 Seite hier so reinlege, dann sehe ich schon, dass die immer noch etwas größer ist als mein Bullet Journal und aus dem Grund muss ich die jetzt erstmal ja ein bisschen schneiden, ein bisschen stutzen an allen Seiten und anpassen, damit die nicht an den Rändern übersteht.
Ja, so ganz angepasst ist mein Blatt immer noch nicht. Aus dem Grund greife ich jetzt zu einem Trick zurück. Ich habe dir in der Materialliste hier meine Bleistifte vorenthalten. Also einfach irgendeinen Bleistift nehmen. Und dann male ich jetzt einfach hier drumherum, sodass ich sehen kann, was hier noch abgeschnitten werden muss und das Papier auf keinen Fall zu klein wird. Ja, und du siehst schon, jetzt ist es keine große Aktion mehr. Jetzt werde ich das einfach ein bisschen mit Kleber einstreichen. Ich nehme lieber hier den Prittkleber statt den Flüssigkleber, weil der sorgt immer noch dafür, dass man so, ja, so Nasen da drauf hat, ne? Dass man das da durch das Blatt hindurch sieht. Gerade wenn du einfach nur Druckerpapier dafür nimmst. Aus dem Grund ist ein Prittklebestift irgendwie doch besser. Und du brauchst ihn auch gar nicht so dick ein... gar nicht so viel Klebe drauf machen, wie ich das hier tue. Viel weniger reicht auch schon, aber ich wollte das jetzt so richtig gut hier drin haben. Führt natürlich dazu, dass ich hier auch noch ein paar Wellen drin habe. Also nochmal hochziehen und nochmal drauf machen und dann passt das auch. Du kannst jetzt entscheiden, ob du die eine Seite rechts und die andere links oder andersrum haben möchtest. Also wie rum du die Seiten letztendlich haben willst, ist ganz unerheblich, weil netterweise das zwei Seiten sind, die völlig unabhängig voneinander sind und deswegen kannst du das hier so, ja, aufkleben, wie du es magst. Die andere Methode, die ich jetzt hier gerade anwende, ist, ich klebe das Blatt auf und dann schneide ich einfach drum herum. Kann man auch machen, muss man ein bisschen vorsichtig sein, sonst hat man ganz schnell sein Blatt eingeschnitten und das ist natürlich schade, ne, wenn plötzlich dem Bullet Journal so ein bisschen was fehlt. Aber ist machbar und wahrscheinlich sogar einfacher. Also wie immer du das für richtig hältst, kannst du das hier machen. Ja, und die Printable sind ja in der Regel so angelegt, dass die hier noch Gestaltungsspielraum zulassen, was in dem Fall heißt, dass ich hier die einzelnen Bücher noch ausmalen kann. Das tue ich jetzt auch mit meinem Buntstiftkasten. Ich möchte einige Bücher schon farbig malen, die ich schon gelesen habe oder noch lesen werde. Die Printables findest du in unserem Etsy-Shop oder auf unserer Homepage. Ja, auf jeden Fall kannst du die da kaufen und direkt nach dem Kauf runterladen und natürlich auch ausdrucken, so oft du magst. Das ist das Schöne an den Printables, man kann sie öfter benutzen. Das heißt, wenn du dieses Jahr richtig viel liest, im nächsten Bullet Journal haben die auch wieder Platz. Ja, ich gestalte jetzt erst einmal mein Bücherregal, also im wahrsten Sinne des Wortes das Regal. Und auch die Dinge, die da draufstehen, wie der Globus oder die Pflanzen, kann ich hier farbig gestalten. Denn zumindest bei unseren Printable weiß ich, dass ich die so angelegt habe, dass man dann noch prima drüber malen kann. Also du brauchst auch nicht unbedingt Buntstifte nehmen, du kannst natürlich auch Filzstifte dafür benutzen. Das bleibt alles völlig dir überlassen.
Ja, du kannst schon sehen, das Bücherregal ist hier sozusagen ein Work in Progress. Das heißt, du wirst immer wieder darauf zurückkommen, weil kein Mensch hat wahrscheinlich so viele Bücher in einem Jahr schon gelesen, dass er hier alles ausfüllen kann. Deswegen, ja, ich mache das so, ich male immer das an, was ich gelesen habe. Dann komme ich wieder darauf zurück und schreibe wieder neue Titel da rein. Also, ja, ist für mich am einfachsten. Vielleicht machst du das ja auch so oder du hast eine andere Methode. Du kannst mir davon gerne in den Kommentaren erzählen, würde ich mich freuen. Ansonsten, ja, wie gesagt, es ist alles totally up to you. Ganz wie du das magst und für richtig hältst, kannst du hier dein Bücherregal gestalten. Ja, so sehen jetzt meine Anfänge aus und du siehst schon, es hat so ein bisschen was von einem Ausmalbild, aber das ist auch schön, weil es kann nicht schief laufen. Es ist alles schon fertig, du malst es nur noch aus und gerade bei so Sachen, die so ein bisschen tricky sind, ne? Also so Bücher alle schön in Reihe und Glied oder eben halt auch schräg stehend malen, naja gut, da kann ein bisschen was schief gehen, deswegen finde ich da so ein Printable schon sehr praktisch. Und du siehst schon, ich gestalte hier auch noch ein paar Blumentöpfe, einfach weil ich das schöner finde und die, naja, die ändern sich ja nicht mehr, deswegen passt das hier schon ganz gut. Und ich mache das einfach so viel Lust, wie ich habe. Du kannst das natürlich anders halten, schon mal alles anmalen. Das bleibt auch wieder dir überlassen, ne? Also kannst hier wirklich ganz frei gestalten und künstlerisch vorgehen. Ja, ich hoffe, dir hat unser Video zum Bücherregal gefallen und du weißt jetzt, wie man die Printable benutzt. Und wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst, vielleicht einen Daumen hoch gibst, einen Kommentar hinterlässt oder die kleine Glocke anklickst, damit du jedes Mal ja, von uns hörst, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Bis dahin, tschüss!